Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei mir, Andy von Gamodrome, hier auf YouTube. Freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, wir haben hier von Team 17 Moving Out bekommen. Eigentlich ein ganz witziges... Na? Smooth moves. We know where okay, you live. Ich habe gerade schon gedacht, der hat meinen Controller wieder nicht erkannt. Das Spiel ist definitiv Controller geeignet. Sollte man auch so machen. Wir starten hier aber erstmal an der Stelle in einen neuen Slot. Ihr seht wirklich, ich habe davor nur das Tutorial gespielt. Ich möchte aber jetzt mit euch zusammen das Tutorial an der Stelle jetzt einfach auch nochmal spielen. Wir suchen uns hier noch einen Charakter aus. Eigentlich ganz niedlich gemacht. Anhand der Charaktere kann man auch schon so ein bisschen auf die ja, Ingame-Grafik zurückschließen, sage ich mal. Ne? Oh, eine Katze am Rollstuhl. Ne, komm, wir nehmen hier ihn. Den Moon Dog oder wie man nennen möchte. Keine Ahnung. Ja, und die, anhand des Titels könnte auch wirklich schon Rückschluss folgern. Es geht hier tatsächlich um Umzüge. Ja. Wir gucken uns jetzt hier erstmal diese 80er Jahre Hochzeit an. Bin ich mal gespannt. Also, gut, ich habe Mankind has been moving and lifting objects since the dawn of time. Welcome new employees to the Smooth Moves family. This is your first step to becoming a certified furniture arrangement and relocation technician. Finde ich aber ganz nett gemacht. Nein, eure Auflösung spinnt. You're probably asking yourself, das war nur eine 3:4 Auflösung. I don't know anything about moving furniture. Well, you're in luck. This training module will provide all the necessary information you need to be a safe and productive member of the Smooth Moves family. Picking up objects is an essential moving technique. We've tried kicking them, but this way is much faster. Ja. Did you know jumping was invented by the Viking? Moving solo? Wer so mit den Paketen umgeht, einfach hingeschmissen, klar, ne? Ah, lol, guck mal, das Auto im Hintergrund, das ist doch bloß eine Attrappe. Well done. So, okay, haben wir auch abgelegt. Kann ich nur sprinten? You can also throw items, but don't worry, these boxes are trained for this. Steuerung durch L, okay, alles klar. Also müssen wir jetzt hier wirklich Pakete schmeißen, ja? Nice work. Das ist mal ein qualifiziertes Umzugsunternehmen. For faster moves, try throwing objects. The ground will catch it. Ja, da können wir wahrscheinlich nichts machen. Gehen wir mal weiter. Every mover is arch enemy. Fragile objects. Don't drop these sensitive doodads. Guck mal, wie glücklich er aussieht, wenn er was tragen darf, ja? Das ist das. Nice. So, laufen wir mal weiter. Oh, ein Ghost. Ghost. Slap him out of the way if he gets too close. Jetzt mal eine Backpfeife gegeben. Who you gonna call? Oops. Gewaltverherrlichung. Take that, Mailbox. Take that, Mailbox. Always focus on what needs to be moved next. Drücke Y. Nice. Ah, okay. So kann man. You're almost there. I believe in you. Aber okay, gib mal her, ich will mal das Schmeißen nochmal üben. Weil das finde ich als Umzugsunternehmen echt lustig. You did it. Yeah. You're much better than the Pomeranian we tried training last time. Viel besser als der Zwergspitzchen-Sessel zu mal versucht haben. Okay. Congratulations, FARTs. Your skills meet the minimum legal requirements to start moving. Fart heißt übersetzt Furz. Nur mal so viel dazu. Aber okay. So, gehen wir mal zum Level 1. Ah, was muss ich jetzt hier rumfahren oder was? Wenn du Aufträge erhältst, erscheinen sie auf der Karte. Dies ist dein Lastwagen. Davon gibt es viele. Aber das ist deiner. Starten die zügige Umzugs... Was? Starten wir den zügige Umzüge-Lastwagen zügig? Versuch das fünfmal schnell zu sagen. Nee, mache ich jetzt bestimmt nicht. Könnt ihr aber gerne mal ausprobieren. Oh Gott, die Fahrphysik ist ja auch genial, ne? Guck mal, hier kannst du alles umdonnern. Find ich schon wieder witzig. Erinnert irgendwie so ein bisschen an The Sims, war das Valley so. Ups, so, ja komm, drück mal A. Ich hoffe, das Umzugsunternehmen hat eine gute Versicherung. Passt nicht in den Lastwagen, wirf es dann rein. Finde ich schon mal kultig. Wir fangen einfach mit einem Einzimmerhaus an. Okay. Ich kann kaum erwarten, mit diesem Knochenjob anzufangen. Und ich kann es nicht erwarten, im Lastwagen zu sitzen. Teamarbeit. Ja, der eine muss schuften, der andere kann zugucken. So, da oben scheinen wir dann auch schon eine Bestzeit zu haben.
neben der Uhr, ne, da liegt jetzt wieder clevererweise mein Logo drüber. Aber es könnt ihr soweit erkennen, ne? Hier scheinen wir für eine Spitzenzeit 2 Minuten 25 Zeit zu haben. Gucken wir uns einfach mal an, würde ich sagen. So, dann los. Hui. So, wir nehmen erstmal die großen Sachen am besten. Na, erstmal den Zaun platt gemacht. Dann nehmen wir doch den kurzen Weg. So, was haben wir hier hinten noch? Toaster. Ups. Nein, jetzt ist er rausgefallen. Ja, also ich sag mal so, so ein Umzugsunternehmen wünscht man sich. Ah, das finde ich aber noch ein netter Aspekt, ja, dass da die Schnur noch dran ist und man die einfach rausreißt. Na komm. Nein, den muss ich so durchkriegen. Komm, 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 komm. Eine Minute. Die Bestzeit werden wir wohl nicht schaffen. Aber fürs erste Mal, glaube ich, gar nicht so verkehrt hier. Wer hat sich dieses Spielprinzip ausgedacht? Wer nur? Wer verdammt hat sich dieses Spielprinzip ausgedacht? Ist wahrscheinlich einer, der gerne Umzüge durchführt. Bleibst du da drin? Mit dem Schweißen müssen wir noch mal üben. Wer will denn hier sein Bett mitnehmen? Kann er nicht einfach neues kaufen, Mensch? Verdammte Axt. Nein! Komm durch da. Was ist das für ein Game? Na, oh, jetzt hängt er da an der Kante fest. Ja, die Bestzeit werden wir natürlich jetzt nicht mehr schaffen. Aber wir versuchen unser Bestes weiterhin zu geben. Ich habe gedacht, ich kann die beide vielleicht zusammen hochschieben. Aber dabei ist es auch schon geblieben. So, wo haben wir denn noch was? Draußen noch den Grill. Na komm, 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 komm. 13 schaffen wir, 13 schaffen wir, 13 schaffen wir. Übelst geil. Was für ein tolles Konditionstraining. Ich bin in Schweiß ausgebrochen. Ich glaube, du hast einen Stuhl zerbrochen. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr zerbrochen. Aber sympathisches Spiel, muss ich sagen. Sympathisches Spiel. Bonusziele freigeschalten. Oder freigeschaltet. Freigeschalten, sagt man. Zerschlage die Fenster, zerschlage kein Fenster. Bringe die Flamingos her. Okay, da hätten wir noch mal ein paar Bonusziele gehabt. Interessant. Spielen wir aber jetzt nicht erneut. Wir gehen jetzt mal weiter in die nächste Stage. So. Ihr habt so einen tollen Umzug durchgeführt. Der Kunde hat euch seinen Freund empfohlen. Er mag das Resultat. Na gut, okay. Wenn die Hütte danach zerlegt ist und der es mag, habe ich kein Problem damit. Ich kann nicht nur Möbel bewegen. Pepperoni-Palast, okay. Oh, fahren wir mal hin da. 14 Gegenstände. 4 Minuten 5. Oh, da haben wir aber ein großes Zeitfenster. Würde mich mal interessieren, warum. Du kannst nicht umziehen, ohne ein paar Eier zu zerschlagen. Okay. Oder Fenster. Und ich vergesse, bitte nicht verletzen. Unsere Versicherung deckt nur den Lastwagen ab. Oh, dann wird aber einer ganz, ganz böse arm bald. Der Boss achtet immer auf uns. Er ist der Beste. So, da haben wir so eine kleine Übersicht, was wir dann alles mitnehmen müssen. Der Umzugswagen steht oben.
würde schon fast sagen, wir nehmen als erstes das Bett da aus dem pinken Zimmer raus, zerschlagen die Scheibe, dass wir mit den kleinen Gegenständen da durchspringen können. Gucken wir mal. Los, komm, lass. Move, move, move. Ja, ich glaube, ich muss wahrscheinlich mit dem Bett da hinten durch. Oder auch nicht. Scheiße, da hab ich schon verbockt. Ups. Okay, die können sie auf meine Rechnung setzen. Oh, geh doch mal weg, du Baum. Weg, 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 weg. Wer sich jetzt fragen sollte, ob das ein Ingame-Sound war, nein, das war mein E-Mail-Programm und das war mein Handy. So ist es immer in der Aufnahme. Erst meldet sich keiner, dann melden sie sich alle. Oh, wie soll ich dieses Ex-Sofa da rauskriegen? Aber ist irgendwie sehr sympathisch, das Spiel, muss ich mal sagen. Also irgendwie ist es kultig. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich es mal wieder gratis bekommen habe. Nein, das sage ich, weil ich wirklich davon überzeugt bin. Muss ich das Teil überhaupt wegschieben? Ja, muss ich. So, den Fernseher rupfen wir mal wieder aus der Wand. So. Können wir den auch schmeißen? Ne, können wir nicht. Zu schwer dafür anscheinend. ...1:36. Noch sieht die Zeit sehr gut aus, oder? Was würdet ihr sagen? Vielleicht schaffen wir jetzt mal hier die Bestzeit. Da haben wir noch ein kleines... Wer ist denn er? Haust du ab! Gehst du weg? Schildi, geh weg! Was will denn der Sack? Haust du mal ab! Aber wirklich putzig animiert, also das muss man so lassen oder sagen, kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Na, 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 nicht dagegen rennen. Komm, 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 komm. Radio können wir sicherlich schmeißen. Na, ah, ist nicht drin, können wir aber nachher machen. Ein Grill mal wieder. Bei dem Grill finde ich das immer ganz witzig. Das war auch in der Vormission so, falls euch das aufgefallen ist. Der ist an. Aber gut. Brandschutz. Kennen wir nicht. So. Ist wieder rausgefallen. So, was haben wir denn noch? Die Eckcouch. Das Paket. Das können wir eigentlich relativ schnell... Mal gucken, ob wir das einfach nur durchs Fenster werfen können. Na, nicht ganz. Ja, Steuerung ist sehr intuitiv, gar nicht mal kompliziert. Jetzt müssen wir erstmal den Tisch hier wegbringen. Mann, Schildi, hau doch mal ab. Ja, wirklich. Was will die denn von mir? Ist das ein Schnappschildkröte oder was? Achtung, Kühlschrank, Kühlschrank. Der muss da auch noch irgendwie rein. Nice. Spielt mir aber jetzt schon sympathisch. Ah, Bestzeit werden wir nicht mehr schaffen. Gerade wenn ich mir hier dieses Ecksofa angucke. Damit kommen wir da nicht lang. So, machen wir ein bisschen Platz hier alle, Mann. Die nervt ganz schön, wa? So, was haben wir denn noch hier rumstehen? Ein Toaster. Na komm, 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 die zweite Marke schaffen wir aber.
Super, total radikal. Ja, so sieht der Umzugswagen, würde ich sagen, auch aus. Diese Schildkröte hat mich gebissen. Was? Er sitzt doch im Auto. Wo hat die ihn beißen können, ja? Aber ich glaube, das bedeutet, dass sie dich mag. Okay, dann hat sie mich jetzt gerade in dem Augenblick auch nicht gesehen. Second Stage completed. Cool. Bonusziel freigeschaltet. Tor. Lieber ritt die Schildkröte aus. Zerbreche nicht die Vase. Okay, ja, das war die Vase, die, glaube ich, gleich am Anfang kaputt gegangen ist. Passiert. Was willst du machen? So. Machen wir noch eins, würde ich sagen, oder? Träume werden wirklich wahr. Hier ist unser neuester Angestellter. Dazzlehoof. Oh nein, Pony, ein Einhorn, das war klar. Dass in dem Game ein Einhorn kommen musste, war irgendwie klar, oder? Wow, wir sind berühmt. Das Basketballhaus. Na los, fahren wir mal hin. 12 Gegenstände. Bestzeit 4 Minuten. Gucken wir uns gleich mal an. Ja, da sind wahrscheinlich hinten wieder dieses Ecksofa und so ein Zeugs. Gut, man kann sich halt auch in die Level ein bisschen rein trainieren, ne, damit man wirklich die Bestmarken reißt. Also hier für, sage ich mal, Trophy Hunter wäre das vielleicht auch ein Spiel, ne, die dann halt wirklich immer den Highscore jagen möchten. Ne. So, wir werden vorsichtig sein. Kleiner Scherz, die haben alles über sich erlassen. Zerschlag nach Herzenslust. Gut zu wissen. So, das Bett haben wir, das können wir aber nicht durch die Scheibe ziehen. Ah, dieses doofe Ecksofa müssen wir auch rausholen. Na, wir machen erstmal die kleinen Sachen, dann kommen die großen Sachen dran. Oder machen wir erstmal die großen Sachen? Dann gehen wir. Ich will mal kurz was probieren. Ne, geht nicht. Müssen wir wirklich durch die Tür. Ups, Lampe zerbrochen. Das Teil so ein bisschen so hinstellen, dass wir da langkommen. Na, lass doch mal los, du Tisch. Wo war denn jetzt hinzufahren? Hier. Oh, wo geht's denn weiter? Da oben. Ja, wie ich das hier rauskriegen soll, ist mir jetzt Tatsache ein Rätsel, Leute. So. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es zu sehr an Kanten hängen bleibt, ja. Oh, mit dem Klavier hat er zu kämpfen. Ah, wer hätte das nicht, oder? Hier mal weg. Kannst du die mal rausschmeißen, ey, das ist ja. Der arme Kleine, ja. Der würde das bitte von sich aus hinkriegen, ja. Der tut mir schon so ein bisschen über mir leid. So, jetzt haben wir das blöde Sofa draußen. Tisch. Rein da. Da haben wir noch einen Kleintisch. Ob wir den hier einfach so durchkriegen. Ja, das sieht gut aus. Ist schon irgendwie witzig gemacht. Muss man ja den Entwickler lassen. Jetzt haben wir natürlich noch lange Wege, das wird uns jetzt hier auch wieder für die Bestzeit das Genick brechen, definitiv. Da rennt mir ja schon wieder was hinterher, ein Huhn oder was? Hopp, hopp,
So. Na, kommst du ran hier. Wie man aber trotzdem diese Bestzeit erreichen will, ja, das ist... Ja, ist so gut. Ich habe auch nichts bei, tut mir leid. Kannst mir helfen? Pack doch mal an. Computer. Nein, jetzt muss ich ja echt um die Bäume rumrennen. Komm, schmeiß mal den Huhn ab. So, das müsste das letzte sein. Ja, also ich denke mal, mit der zweiten Bestzeit schaffen wir auf jeden Fall. Ja, und ihr solltet es also wirklich auch mit Controller spielen. Anders ist es einfach nicht machbar. Tja, aber mich würde mal eure Meinung zum Spiel interessieren. Wäre das was für euch? Oder sagt ihr, nee, kompletter Kinderquatsch. Ich finde es ja eigentlich eine ganz süße Idee. Ist auch halt ganz kultig gemacht, so sag ich mal. Ne? Also der Gesamteindruck, finde ich, der ist schon gut gemacht. Wirf einige Basketballkörbe. Tiere müssen draußen bleiben. Zerschlage keine Fenster. Ja, das kann man halt im Nachhinein nochmal ein bisschen Highscoring-mäßig machen, ne? Ihr macht euch wirklich einen guten Namen. Mach bloß mal nebenbei ein paar Screenshots. Hollys Haus. Ah, hier ist der neue. Okay. Gemacht. Gehen wir mal rein da. Gegenstände 18 und dafür nur 2. Oh Gott. Und das sind bestimmt alle so leichte Gegenstände. Aber wenn wir jetzt hier noch die silberne Zeit schaffen, dann bin ich echt überrascht. Also, da fehlt wahrscheinlich noch ein bisschen die Übung. Ich hoffe nur, dass wir nichts nass machen. Wollen wir mal gleich sehen. Wir sagen dem Kunden einfach, dass seine Möbel schon Wasserschäden aufwiesen. Ich habe aber, glaube ich, eine Idee. Oh, habe ich die Autos alle umgekarrt da draußen? Die Musik ist auch echt motivierend, sage ich mal. Sofa hier durchkriegen. Langeweile hatten die hier nicht, oder was bei der Planung? Oh gut, ging aber, ne? Komm, Tür gleich raus da, braucht keiner. Die ziehen eh aus. Hier werde ich das so machen, dass ich die ganzen Pakete erstmal rüberschmeiße. Oh. Oh, das kostet wertvolle Zeit. Das steht doch zerbrechlich drauf. Ich mag so eine Spiele, die sind echt sympathisch. Noch was, ja. Muss ich den auch mitnehmen? Ah, komm. Können wir den nicht einfach in den Pool schmeißen und den rüber treiben lassen?
Na, hoch mit dir, komm. Ah, das ist natürlich blöd, nicht zu schnell. Jetzt habe ich mir doppelte Arbeit gemacht, jetzt sind die anderen Pakete wieder auf der anderen Seite draußen. So, wieder zurück ins Haus. Da holen wir uns erstmal noch den Koffer hier. Den müssen wir aber auch überschmeißen können. Oder auch nicht. Ist dann doch wohl zu schwer. Ah, verdammt. Nein, kaputt gegangen. Na, das werden wir auch mit der dritten Bestzeit nicht schaffen. Aber ich hab's schon geahnt. Geht ja jedes Mal kaputt. Jetzt muss ich dieses blöde Ding da rüberbringen, oder was? Ah, die dritte Bestzeit sollten wir noch erreichen, glaube ich. Die Schleifspuren sind auch schön, oder? Na, kommst du her, Mikrowelle. Moin. Aber muss man ihm auch lassen, auch wenn er es nicht ordentlich macht. Eines der schnellsten Umzugsunternehmen, würde ich meinen. Haben wir noch irgendwas? Da steht noch ein Koffer. Ach, können wir auch gleich machen. Per Hand. Ja, mit dem Schweißen, mit dem Schmeißen ist halt schon ganz gut. Beim nächsten Mal sollten wir den Pool mit Wackelpudding füllen, dann können wir drüber laufen. Tja, ist eine Idee, ne? Über Wackelpudding kann man nicht laufen, man würde darin stecken bleiben. Tja, das sind mal hochpräzise physikalische Diskussionen, die hier stattfinden. Machen sich ja dann doch über fundamentale Dinge irgendwo ihre Gedanken. Ja, da haben wir die Bestzeit noch eingehalten. Bronzezeit erreicht. Why not? Trage keine Kiste länger als 3 Sekunden. Okay, da musst du ja nur hin und her schmeißen. Wie soll das aber dann mit der zerbrechlichen Kiste funktionieren, ja? Halte alles trocken, springe über den Pool. Ach, ich hätte über den Pool springen können? Gut zu wissen. Weiß man gleich fürs nächste Game später. Mit Volldarm, 4 ist unser neuester Angestellter, Ramon. Hallo, my name is Ramon. Jerry's Apartment, okay. Dann würde ich sagen, wir gucken uns einfach die nächsten Umzüge in der nächsten Folge an. Ja, ich werde auf jeden Fall noch eine dranhängen. Und würde sagen, wir sehen uns einfach ja, beim zweiten Teil. Was haltet ihr vom Spiel? Das würde mich natürlich ganz klar interessieren. Wenn du neu bist und daran interessiert bist, hier mal öfters neue Games zu sehen, dann lass mir natürlich ein Abo da, so verpasst du natürlich nichts mehr. Und ich weise gerne nochmal hier auf mein Minecraft-Projekt hin. Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr damit teilhaben. Ne? Also ist ja nicht nur mein eigenes, ne? Das haben wir zusammen gegründet. Swipe Nix, Bad Play, ich. Und da könnt ihr gerne auch mitmachen, wenn ihr da Lust hättet, auf unserem Community-Server mitzuspielen. Einfach auch vielleicht eine Info in die Kommentare, kein Problem. Ja, dann sage ich wie immer, wir sehen uns, meine Freunde. Bis dann, ciao.